Meine lieben Zuschauer, heute kommt der selbsterlebte Küchensex. Ein ganz tolles Erlebnis mit einer Affäre oder war es mehr? Niemand weiß es so genau. Wir waren komplett nackt ausgezogen, waren stundenlang in der Disco gewesen. Und waren dann heimgekommen und haben uns dann stundenlang nackt auf dem Küchenfußboden geliebt. Es war eine heiße Sommernacht und deshalb rann der Schweiß nur so an uns herunter. Es war aber so schön, dass man es lang gar nicht merkte, bis ich zuletzt komplett in einer Schweißlache lag. Und dann sagte ich zu ihm, bitte, lass uns duschen gehen. Er wollte zuerst nicht, aber ich habe ihn dann überredet bekommen, weil ich konnte das dann einfach irgendwann nicht mehr haben. Sonst bin ich ja nicht so. Dann gingen wir in die Dusche und seiften uns gegenseitig ein. Er zuerst mich, überall an den Brüsten und er schamponierte sogar meine Haare. Und dann kam ich dran. Ich seifte ihn auch ein. Langsam, ganz langsam glitt ich mit meiner Hand an seinem Körper herunter. Langsam und leidenschaftlich. An seinem Adoniskörper mit geilem Popo. Und spürte alles, was er so hatte, bis runter zu den Füßen und dann glitt ich innen ganz langsam wieder hoch, bis ich zu seinem besten Stück kam. Das nahm ich mir natürlich ganz genüsslich auch wieder vor. Mitsamt dem Gehänge, das noch dran hing. Und natürlich blieb es dann nicht aus, dass wir nochmal Sex hatten im Stehen in der Dusche. Das war aber noch nicht das letzte Mal. Als wir dann im Bett waren, ging es dann noch mehrmals los. Es war aber eine tolle Nacht und wir schliefen zusammen rundum glücklich ein.